Möglicherweise sind ein paar neue Produkte oder auch geliebte frühere Produkte wieder bei mir eingezogen. Aber es ist auch viel Neues dabei. Und vielleicht habt ihr ja Bock auf ein Beauty Hall. Drogerie, PR, Kooperation. Bleibt dran. So, ich würde sagen, wir starten mit Beauty Mates. Ich habe in der Vergangenheit ja schon mal mit Beauty Mates kooperiert und dann eine lange Zeit nicht. Und jetzt hatte ich so einen netten Kontakt und dachte mir, warum nicht? Es hat sich einiges verändert, vor allem das Packaging. Der Kontakt war auch super, super nett. Ob sich jetzt an der Formulierung viel geändert hat, das weiß ich nicht. Bei den Eye Drops, wo sind sie? Eye Lifting Booster. Mit 9% Bellafay und 15% Bright Eyes Komplex kann ich tatsächlich keinen Unterschied feststellen. Und ich mag das Produkt, ist unter der Creme tatsächlich nochmal so ein kleiner zusätzlicher Helfer. Ich tue ja alles, damit die Haut schön frisch aussieht. Genau, deswegen habe ich hier nochmal bestellt. Im Übrigen läuft gerade bei Beauty Mates der große Summer Sale mit Rabatten bis zu 40% mit meinem Code MELO20 spart ihr nochmal 20% on top. Ich profitiere davon nicht. Das heißt, ich darf euch die tollen Produkte zeigen und das mache ich auch sehr gerne. Und ja, ihr könnt so viel einkaufen oder so wenig, wie ihr möchtet, wenn ihr was braucht natürlich nur, ne? Nur einkaufen, wenn ihr was braucht. Beauty Mates wirbt damit, dass es hochkonzentrierte Inhaltsstoffe sind, eine maximale Wirksamkeit durch verschiedene effektive Wirkstoffkombinationen besteht. Alles soll wissenschaftlich nachgewiesen sein. Die Produkte sind made in Germany, Qualität aus eigenen Laboren und es soll viel und intensiv geforscht werden. Also ich finde, tierversuchsfrei und made in Germany ist für mich immer schon Hurra! Genau, also was ich euch zeigen möchte, ist einmal die Eye Lifting Booster. Die habe ich ja früher tatsächlich auch schon viel benutzt. Wie gesagt, die Fläschchen finde ich mega, mega schick. Ich finde, das gehört auch dazu, wenn man sich so Produkte kauft, dass die auch ein bisschen was hermachen. Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, mit 9% Bellafay, also so einem selbst hergestellten Inhaltsstoff, der tatsächlich alles noch geschmeidiger und schöner machen soll. Anwendung, hier gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Hier ist es so, 1 bis 3 Tropfen des Boosters mit der Hyaluron-Boost-Creme oder ihrer gewohnten Gesichtspflege mischen oder unverdünnt um die Augenpartie auftragen. Ich persönlich mag es sehr gerne, mir ein Tröpfchen auf den Ringfinger zu geben, schön ums Auge einzuklopfen, einen Moment zu warten und dann meine Augenpflege drüber zu geben. Ihr könnt es auch in eure Augenpflege mischen. Und ja, also ich bin ein großer Fan, wenn ihr Produkte habt, jetzt bei den Eye Lifting Boostern macht es natürlich nicht so viel Sinn, aber wenn ihr zum Beispiel verschiedene andere Produkte habt, Glow Booster ist jetzt natürlich schon hochkonzentriert und gemixt, ihr könnt die Booster auch untereinander mischen, achtet drauf, dass die verschiedenen Inhaltsstoffe miteinander verträglich sind, aber auch da ist Beauty Mates sehr, sehr transparent auf der Homepage. Dieser Augenlifting-Booster soll Augenschwellungen und dunkle Augenringe mindern, Linien und Fältchen mindern und die Augenpartie sichtbar und spürbar vor allen Dingen auch straffen. Ich finde es toll, freue mich drauf, es jetzt wieder in Benutzung zu haben, weil ich weiß, der Herbst kommt, die Heizungsluft kommt und es wird schwieriger. Genau. Dann Glow Booster, finde ich, ihr wisst, habe gerade auch erst wieder ein Video drüber gemacht. Ich liebe Vitamin C und ich liebe Niacinamide oder Niacinamide. Und das gibt es hier gepackt in einem Päckchen. Also ihr habt alles in einem Produkt, finde ich richtig, richtig schön. Es ist der Glow Booster mit hoher Konzentration mit 12% Vitamin C und 15% Niacinamide. Auch wieder diese hübsche Flasche mit Neonorange, finde ich sehr hübsch. Bringt die Haut zum Strahlen und verleiht einen ebenmäßigen Teint für ein porenverfeinertes Hautbild, hochdosierter Vitaminkomplex, der erste Fältchen glätten soll. Ich benutze sowieso Vitamin C, ich benutze sowieso Niacinamide und so wie das Produkt hier formuliert ist, quasi auch in einem Produkt, spart es natürlich sehr viel Zeit und auch der Zeitfaktor ist, wie ich finde, nicht vollkommen uninteressant. Dann
Der ist für mich neu, den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Von Beauty Mates, der Sun Deep Sun Protect Drops mit 50, Lichtschutzfaktor 50 und 10% Aloe Vera. Also ihr habt ja auch noch Pflege drin in Neongelb in diesem Fall. Leicht zum pflegendes Sonnenfluid mit Lichtschutzfaktor 50. Hoher Schutz vor lichtbedingter Hautalterung durch UVA und UVB-Strahlen. Ideal auch zum Mischen mit der Gesichtscreme oder Foundation. Das mache ich bei Sun Protect Drops bzw. bei Lichtschutzfaktoren nicht, weil man eine gewisse Menge benötigt, damit der Lichtschutz auch wirklich und der Sonnenschutz auch wirklich gegeben ist. Das heißt, ich trage meine Pflege auf und dann kommen die Sun Protect Drops drüber. Das Produkt habe ich schon getestet, finde ich auch sehr schön. Ich hatte überhaupt kein komisches Gefühl, es ist mir nicht merkwürdig in die Augen gekrochen. Und ja, Lichtschutz oder Sonnenschutz ist so, so wichtig. Wir wollen keine Pigmentflecken, wir wollen erst recht keinen Hautkrebs haben. Achtet darauf, dass ihr immer Lichtschutzfaktor verwendet und das auch in ausreichender Menge. Und das hier fand ich einfach total spannend, weil eben auch noch der pflegende Wirkstoff Aloe Vera mit drin ist. Und ja, Pflege und Schutz, wer will das nicht? Das ist super, super spannend. Dann die Self-Tan Drops, die habe ich auch in der Vergangenheit schon mal gehabt. Und ihr wisst, ich liebe Selbstbräuner, weil ich einfach so eine Käsenase bin. Und ja, den mochte ich auch immer gerne, wie passend in Braun. Ich finde die Flaschen echt mega geil. Ne? Also da hat Beauty Mates das echt sexy. Der Geruch ist hier tatsächlich vorhanden, der ist nicht komplett duftneutral. Mit 14% Tanning Complex 3-in-1. Und 20% Aloe Vera, auch hier wieder schöne Pflege, Feuchtigkeitsspender, Selbstbräuner zu mischen in die Gesichtspflege. Das würde ich bei dem hier auch tatsächlich empfehlen. Tragt den nicht schier auf, in die Gesichtspflege integriert, wird er fleckenfrei und ich finde, der bräunt tatsächlich auch sehr schnell. Bei mir wird er nicht orange, also bei mir hat er auch ein schönes Bräunungsergebnis, das man auch über die Dauer aufbauen kann. Wobei ich finde, der hält sehr gut. Ich brauche und der bräunt auch sehr schnell. Ich brauche das jetzt nicht über mehrere Tage layern. Verleiht eine gleichmäßige, natürlich aussehende Bräune und individuell dosierbare Bräunungsintensität ohne UV-Belastung. Auch nicht unwichtig. Ihr wisst, wie gesagt, ich liebe Selbstbräuner und im Gesicht Hals, Dekolleté, das sind halt die Stellen, an denen ich oder auf denen ich regelmäßig Masken anwende. Da lässt der Selbstbräuner eher mal nach. Früher habe ich mich gerne auch mal in die Sonne geflanscht und einfach mich bräunen lassen. Das mache ich gar nicht mehr. Ich finde das eher unangenehm. Ich habe das Gefühl, ich spüre, wie bei mir Pigmentflecken entstehen, wenn ich mich in die Sonne knalle. Also ist gar nichts für mich und wenn doch, dann nur mit hohem Lichtschutzfaktor. Dann lieber Selbstbräuner verwenden und das Flecken- und Krebsrisiko reduzieren. Und dann haben wir hier noch eine Hyaluron Boost Cream von Beauty Mates, 24 Stunden Moisture Care. Ja, es liebt, dass sie es dabei gepackt haben. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht benutzt. Die habe ich früher mal getestet. Aber das ist halt auch das Schöne, ihr könnt die Produkte von Beauty Mates mit den meisten anderen Hautpflegeserien super kombinieren. Auch eine schöne, sleeke, minimalistische Verpackung, fühlt sich sehr wertig an, finde ich echt hübsch. Genau. Das dazu, wie gesagt, mit dem Code MEDO20 spart ihr nochmal 20% auf den ohnehin schon laufenden Summer Sale. Richtig, richtig cool. Und ich freue mich, dass ich die Produkte wieder bei mir habe. Und ich überlege gerade, mir einen neuen Badschrank zu kaufen, dass man einfach auch mal die schönen Fläschchen und so weiter ein bisschen on Display hat. Finde ich sehr cool. Genau, was ich mir auch nachbestellt habe von Typology ist das Self-Tanning Serum. Ihr wisst, Selbstbräuner, ich liebe es. Und aktuell bekommt ihr mit über den Link, den ich in der Infobox für euch habe, ab 45 Euro Bestellwert diesen Augen-Make-up-Entferner, Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner dazu. Der ist wirklich schön und wenn ihr die Möglichkeit habt, was dazu zu bekommen, dann macht das. Und dass ich die Self-Tanning-Serum nachbestellt habe, ist sicherlich ein gutes Zeichen dafür, dass das Produkt einfach großartig ist. Wobei ich leider zugeben muss, ich habe es jetzt nicht aufgebraucht beim letzten Mal, sondern mir ist das Fläschchen leider auf dem Fliesenboden zerborsten. Genau, dann machen wir mal weiter mit anderen Produkten. Ich habe mich letztes Wochenende mit meiner wunderbaren Freundin Claudi getroffen
Und sie hat Geschenke mitgebracht. Claudi macht immer Geschenke. Ich sage ihr immer, sie braucht das nicht. Hat sie trotzdem gemacht. Sie weiß, wie sehr ich die Sol de Janeiro Bum Bum Reihe liebe. Vor allen Dingen eben auch diese gelbe. Es ist und bleibt mein Liebling. Sie haben auch noch andere. Aber das ist das Beste. Eine Moisturizing Shower Cream. Eine Moisturizing Shower Gel Cream. Cream Gel, so rum. Also ein Duschgel. Dann ist der das wunderbare Body Spray dabei. Da habe ich ja gerade eine große Flasche, die ja, sicherlich auch irgendwann leer wird. Und dann ist hier noch eine kleine Verpackung von der wunderbaren Bum Bum Cream drin. Ich liebe dieses Produkt oder diese Produktreihe. Ich finde, der Duft ist unfassbar schön. Die Bum Bum Cream finde ich auch sehr pflegend. Sehr pflegend. Die Haut, die riecht gefühlt auch den ganzen Tag so ein bisschen danach. Also ganz, ganz, ganz toll. Ich bin ein Riesenfan und habe mich sehr gefreut, als ich das ausgepackt habe. Und dann hat sie mir noch von M. Asam Bath & Body Flowery Rosy Blooms diesen riesen Pot Zuckerpeeling geschenkt. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich bin eigentlich kein Mensch, der blumige Düfte mag. Aber das hier riecht einfach sehr edel, sehr schön, nicht zu blumig. Also ein richtig, richtig tolles Zuckerpeeling. Davon gehe ich zumindest aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe von M. Asam schon das ein oder andere Peeling getestet. Ich habe auch mal von einer lieben Zuschauerin, das ist schon Jahre her, so ein Peeling zugeschickt bekommen und eine Bodycream. Es war herrlich, das aufzubrauchen. Sehr, sehr schön. 350 Gramm sind drin, also ein richtiger Humpen. Damit könnt ihr auch Sport machen. Sehr, sehr schön. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und weiter geht's mit einem Geschenk, das ich von einer lieben Bekannten bekommen habe. Ich persönlich würde mir Essie nicht kaufen, weil ich finde es so ein bisschen schwierig, was den Cruelty-Free-Status angeht. Ich habe das aber geschenkt bekommen, zusammen mit einer Pralinen-Schachtel, die ich schon aufgefuttert habe. Und hier sind drei Nagellacke drin, die ich finde auch sehr schön miteinander kombinierbar sind. Also immer so einzelne Lacke in den unterschiedlichen Farben auch abwechselnd aufgetragen, finde ich das sehr cool. Einmal Aruba Blue, also der dunkelblaue Saltwater Happy und Mint Candy Apple. Diesen Mint Candy Apple gibt es schon immer. 10 Jahre auf jeden Fall schon, ist der Hammer. Die Essie-Lacke sind ganz hübsch, die halten ganz passabel und ja, ich werde es aufbrauchen und ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, weil es einfach süß und aufmerksam von ihr war. Dann habe ich mir auch ein paar Produkte selber gekauft. Bei Rossmann und DM in der Grabbelkiste bei Rossmann lag von Catrice diese Glowy Face Palette. Quasi eine Palette mit Highlightern. Nachdem ich sie jetzt geswatcht habe, muss ich sagen, ist mir doch... Ich weiß noch nicht, ob das lange bei mir bleiben wird. Es gab keinen Tester, es gab nichts zum Ausprobieren, zum Swatchen. Genau, ich fand das Packaging sehr, sehr hübsch und dachte mir, ja, warum nicht? Andererseits, wofür braucht man so viel Highlighter? Ich verstehe nicht, warum man so riesen Highlighter macht. Aber ja, hier muss ich noch ein bisschen testen. Die ersten Tests haben mich leider nicht so überzeugen können. Nicht so super gut für eher trockene Augenpartien. Mitgenommen habe ich von John & Len Eye Patches for All Skin Types. Einfach, weil ich gerne mal zwischendurch was ausprobiere und ich mit meinem Herzmann quasi so ein kleines Ritual habe, wenn wir samstags oder sonntags morgens frühstücken, gibt es immer ein paar Augenpads und ja, da probieren wir natürlich gerne auch mal was aus und die habe ich tatsächlich noch nicht getestet, deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann von der Rival de Loupe Stunning Power. Ich habe grundsätzlich von Rival de Loupe selber noch gar nicht so viel getestet, habe ich mal diesen Beauty-Schwamm mitgenommen, den ich sehr hübsch fand. Ja, bei Beauty-Schwämmen, ich habe, glaube ich, 10 Stück davon rumfliegen. Zwischendurch müssen sie mal erneuert werden. Und da probiere ich gerne mal aus, wenn mal was in der LE rauskommt oder ich irgendwo einen sehe. Und manchmal sind sie auch in Boxen drin. Das finde ich ganz cool. Und dann habe ich aus dieser Serie auch noch ein paar andere Sachen mitgemacht. Ich muss gerade mal eben gucken. Einmal hier diesen Liquid Blush. Den fand ich ganz hübsch. Dann ein Magic Mousse Make-up, habe ich auch noch gar nicht getestet. Und auch den Blush-Lighter-Stick habe ich noch nicht probiert. Quasi ein Blush, der gleichzeitig ein Highlighter ist. Ich fand einfach, das Packaging hat mich total angesprochen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so, ich muss mir jetzt mal was Gutes tun. War irgendwie ein anstrengender Tag und irgendwie hatte ich dann total Bock, mal so ein bisschen zu shoppen.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein hübsches Bubblegum Pink. Ach, der riecht auch wirklich nach einer Süßigkeit. Den finde ich echt hübsch. Oh, und der lässt sich schön verblenden. Finde ich sehr gut und der ist nicht so super knallig. Das mag ich nämlich gar nicht. Gerade wenn das so ein Barbie-Pink ist, finde ich das dann doch eher störend. Den habe ich mitgenommen. Dann wie gesagt diesen Blushleiter. Den fand ich auch spannend. Wie trage ich das auf? Habt ihr dann quasi einen Blush und einen Highlighter in einem. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht vielversprechend aus. Halt einfach nicht peachy, wie ich es ja meistens habe. Obwohl, peachy ist auch nicht. Also ich finde, dass mir rosa Peach, Rose Peach, besser steht als so ein reines Peach. Und so ein richtiges Bubblegum Pink ist auch nicht so meins. Finde ich auf jeden Fall spannend, deswegen habe ich es mitgenommen. Habe ich alles noch nicht ausprobiert, baue ich demnächst mal in einen Vlog ein, weil mich das auch einfach interessiert. Dann hatte ich mir diese, ist jetzt auch eigentlich gar nichts, ach guck, hier ist noch einer, Stunning Power. Ich habe mir auch noch diesen Swirl Lip Gloss mitgenommen, in Orange Pink. Fand ich auch sehr cool, werde ich ausprobieren. Dann habe ich mir mitgenommen, weil ich den What the Fake mit Zimtöl sehr cool fand, diese intensiveren. Das heißt einmal What the Fake Extreme Plumping Lip Filler mit Chili-Extrakt. Also der hat wirklich nur so eine ganz leichte Einfärbung. Haben die diese What the Fake alle, nur so eine ganz leichte. Und dann hier Plumping Lip Filler Ice Effect. Den habe ich noch nicht mal ausprobiert mit Translucent Pearly Finish. Wahrscheinlich, wenn ich den jetzt auftrage. Ich nehme mal den blauen, weil den roten, den habe ich sogar schon mal bei Instagram gezeigt. Ha! Hi! Der ist sehr... Ja, spürt man mit Pfefferminzöl und Hyaluron. Heieiei, Icy-Effekt. Das merkt man sehr stark. Der rote hat, hat Chili-Extrakt mit drin. Das ist schon krass. Was steht hier? Bestätigt einen aufpolsternden Effekt. Bestätigung von voller aussehenden Lippen. Und das Produkt soll die Lippen nicht austrocknen. Und das hier soll einen sofort kühlenden Effekt bestätigen. Ja, es hat tatsächlich so einen minzigen, kühlenden Effekt. Die wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Das sind jetzt keine Schlüpperstürmer, ne? Wobei der mit Zimtöl, den finde ich mega. Der ist echt, hat eine richtig, richtig tolle Pflegewirkung, finde ich. Und dieser Cooling-Effekt oder der Effekt ist halt nicht so krass. Das finde ich geht jetzt auch. Das mit dem Chiliöl fand ich intensiver. Genau, was haben wir denn hier noch? Ich habe aus der Stunning Power LE von Rival, habe ich auch noch mitgenommen, einmal das Miracle die Miracle Powder Foundation und den Jelly Bronzer. Fand ich tatsächlich auch ganz interessant. Es gab da jetzt auch nicht mehrere Farben, das bemängel ich immer so ein bisschen. Aber ich bin gespannt, wie diese Puder Foundation sich tatsächlich macht. Da bin ich ja immer sehr... interessiert, da was auszuprobieren. Bislang konnte mich wirklich nur eine Puder Foundation von Kiko überzeugen. Und auch dieser Jelly Bronzer, der ist wirklich gelig. Ich habe jetzt gerade nichts zum Abputzen hier, deswegen lasse ich das mal, damit ich mir meine Bluse nicht versaue. Aber auch mega, mega spannend. Wie gesagt, wird auf jeden Fall in einem Vlog verwurstet, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ach guckt, den Highlighter habe ich auch noch mitgenommen. Also ich habe quasi die ganze LE eingekauft, weil die mich irgendwie angesprochen hat. Da will ich jetzt auch mal gucken. Ja, der macht einen richtig schön. Der macht einen richtig schönen Eindruck und der fühlt sich auch toll an. Sehr hübsch, wie gesagt, wird in einem
Video auf jeden Fall gezeigt. Wäre nicht mein Video, wenn ich irgendwas runterfallen würde. Hier habe ich im Übrigen auch nochmal den What the Fake mit Zimtöl. Der ist von der Farbe einfach auch traumhaft, kann ich nicht anders sagen. Das extrem starke Britzeln hat im Übrigen aufgehört. Dann wollte ich mir unbedingt nochmal eine weitere blaue Mascara mitnehmen, weil ich finde den Effekt so schön. Gerade wenn man das Augen-Make-up super zurückhaltend hält und dann einfach nur so ein bisschen blauen Lidschatten auf die Wimpern macht. Ich finde, Lidschatten, Wimperntusche, aka Mascara auf den Wimpern hat. Ich finde es immer so ein, ach guck, was hat sie denn da? Wisst ihr, was ich meine? Und die Isle of Extreme hat mir früher als Mascara schon gut gefallen. Und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Und der Blauton ist tatsächlich ein Knaller. Aber die Bürste, wenn ich mir das so angucke, ist größer als mein Auge. Ob das so eine gute Idee war, sei mal dahingestellt. Ihr werdet es erleben. Es gibt ja bei mir auch regelmäßige Declutter-Videos. Und dann, wie gesagt, ich wollte mir selbst was Gutes tun, weil es war ein schlimmer Tag. Habe ich mir auch noch Nagellacke mitgenommen. Und zwar Neon Nails von River Loves Me aus der Neon Palooza LE. Einmal in diesem, das ist ein Glitter Nail Polish in der Farbe Ultraviolet. Das hier ist Plasma Beach. Das hier ist Pink Pulse. Und dann haben wir noch diesen echt krassen, der heißt Quantum Coral. Richtig toll. Also die haben mich echt angesprochen. Wie gut die halten, kann ich euch nicht sagen. Muss ich noch austesten. Ist gut, dass ich jetzt endlich mal ein Haul-Video mache, weil ich glaube, das Tütchen steht jetzt seit 3 Wochen bei mir rum. Ich hoffe, ihr bekommt noch das ein oder andere davon. Dann habe ich hier noch Nachschub bestellt von Dalton. Liebe Melanie, viel Freude mit deinem Beauty-Nachschub. Liebe Grüße, Janine. Janine ist toll, ich freue mich sehr. Und wir haben hier wieder ein perfekt gepacktes Paket. Niemand macht, also Dalton macht es einfach richtig, richtig gut. Ich bin Fan. Ich habe mir ein paar Produkte nachbestellt, die mir ausgegangen sind oder ausgehen werden. Ach, darüber freue ich mich. Das ist ja schön. Ich habe mir ein paar Hydrogel-Augenpads nachbestellt. Oh, das sind aber viele. Ich freue mich. Ganz, ganz große Liebe. Ihr wisst, ich liebe diesen mit Plankton, mit Hyaluronsäure und Panthenol. Beruhigt die Augenpartie richtig toll. Und ich finde, zieht auch so ein bisschen glatt. Also es wirkt alles so ein bisschen gefestigter, straffer, wenn ich die benutzt habe. Mein Schatz und ich lieben die sehr. Ich finde die richtig, richtig gut. Dann habe ich mir meine Bodylotion nachbestellt, die Q10 Energy Boost Bodylotion. Die ist so schön. Da sind auch diese roten Kügelchen drin, die dann quasi auf der Haut platzen und ihre Wirkung freisetzen. Sieht man auch. Flasche habe ich tatsächlich leer. Heißt, ich brauche definitiv Nachschub. Nichts pflegt meine Haut so toll wie diese Bodylotion. Ist der absolute Hammer. Dann haben wir hier Hyaluronic Urea, also die Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme, denn auch die ist bald leer. Ich habe euch ein Video gedreht mit meinen normale, schrägstrich unkomplizierte Haut-No-Brainern. Und das müsst ihr euch unbedingt anschauen, genau wie meine Kolleginnen, die dazu ein Video abgedreht haben oder abdrehen, jetzt noch abdrehen werden, weil wir haben jetzt noch nicht Ende der Woche. Das heißt, jede von uns zeigt jeden Tag ein Produkt, 5 Produkte, die für sie in ihrer täglichen Pflege von Dalton unabdingbar sind. Und hier haben wir schon das neue Packaging. Ich freue mich sehr. In diesem wunderschönen, satinierten, sehr luxuriösen Bottich. Und das Schöne ist, ihr habt ein Inlay. Das bedeutet, ihr könnt einfach neue, Refills bestellen und müsst nicht mehr den kompletten Tegel entsorgen. Das finde ich ein richtig, richtig tolles System. Dalton baut sehr auf Nachhaltigkeit, auf umweltfreundliche Verpackungen. Und da muss jetzt, also da wird jetzt nach und nach, wenn die Chargen mit den vorhandenen Umverpackungen aufgebraucht sind, werden dann halt die neuen eingesetzt. Und da muss ich sagen, finde ich eine richtig sexy Entwicklung. Richtig schön für die Packagings. Dann haben wir hier einmal meine Hydrolift Express Maske. Ihr wisst es, wenn ich die mache, ich
sag's euch seit Jahren. Einmal benutzen, auf dem gereinigten Gesicht natürlich 15 Minuten liegen lassen, wieder zusammenfalten, reindrücken, durchkneten, einen Tag später nochmal benutzen, am besten im Kühlschrank aufbewahren oder halt an einem auf jeden Fall zumachen, damit die Wirkstoffe an der Luft nicht kaputt gehen. Und ich sehe, wenn ich diese Maske gemacht habe, ich kann total fahle Haut haben, kann knittrig aussehen, kann einfach müde aussehen mit nach der Maske. Ist alles wieder gut. Und im Übrigen, jetzt am Sonntag gilt der Rabattcode noch. Mit Beauty Melanie spart ihr 20%. Und ganz, ganz wichtig, das ist der letzte Code für 2 Monate. Im nächsten Monat bewerben wir ein spezielles Produkt. Das hat dann nichts mit allen Produkten zu tun. Da bekommen wir einen Code für ein spezielles Produkt. Die Leute, die mich schon länger schauen, wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Ich freue mich so. Genau. Und aber wenn ihr Beauty-Nachschub braucht, dann jetzt, weil den nächsten Rabattcode gibt es tatsächlich erst in 2 Monaten. Voraussichtlich. Ach, endlich. Ja, ich habe es die letzten Male vergessen nachzubestellen. Und zwar mein heißgeliebte Hals- und Deko. So, jetzt musste ich einmal die Speicherkarte erneuern. Genau, also die letzten Male habe ich bei meinen Bestellungen vergessen, die Push-Up-Effekt-Hals- und Dekolleté-Creme mitzubestellen. Eine so tolle Pflege. Und auch da, ich möchte nicht nur, dass mein Hals, mein Gesicht gut gepflegt ist, sondern auch mein Hals und Dekolleté. Ich achte sehr darauf, überall, also Lichtschutzfaktor an den Stellen aufzutragen, die der Sonne ausgeliefert sind. Und ansonsten möchte ich natürlich auch sonst, dass alles schön straff und gepflegt aussieht. Und die Push-Up-Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Auch die habe ich euch schon mehrfach gezeigt, schon mehrfach leer gemacht. Aber ja, ich habe es die letzten Male immer vergessen mitzubestellen. Dann haben wir hier Hydroboost Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme. Die Hyaluron-Urea, die leichte Pflege, leichtere Pflege. Wir haben einmal die, oh Gott, jetzt reiße ich hier alles auseinander, das stimmt ja nicht mit mir. Auch hier das neue Packaging. Ich liebe... Also Dalton, wenn ihr hier zuguckt, ich liebe das neue Packaging, dieses satinierte Glas, das fühlt sich so sexy und edel an, also finde ich richtig, richtig toll. Und ich liebe diese leichte Textur auch total. Genau, habe früher ganz oft die leichte Pflege morgens verwendet und die stärkere Pflege oder die intensivere Pflege am Abend. Richtig, richtig schön, Hyaluron-Urea. Hyaluron bindet, spendet Feuchtigkeit, Urea sorgt dafür, dass die Haut beruhigt wird. Und ich finde gerade für eine normale bis Mischhaut, also ich kenne auch tatsächlich niemanden, der die nicht verträgt, aber natürlich ist jede Haut anders und nicht alles, was für mich gut ist, wird auch für jeden anderen gut funktionieren. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, nicht auf Teufel komm raus einfach irgendwas bestellen, sondern schaut, dass ihr vielleicht mal die Hautanalyse macht oder guckt vielleicht auch in die Videoreihe mit meinen Mädels rein, weil alle haben eine eigene Hautbesonderheit, die sie in ihrem Video besprechen. Genau, dann haben wir hier noch das Instant Effekt glättendes Augengel. Das ist nämlich auch jetzt fast leer tatsächlich. Das liebe ich auch, liegt bei mir im Kühlschrank und ganz oft layer ich das. Das heißt, morgens mache ich mir das direkt nach dem Aufwachen, Gesichtswaschen, einmal unter die Augen, gekühlt aus dem Kühlschrank, ist das so eine große Liebe. Und ihr habt auch dieses Füßchen dran, das heißt, ihr könnt es schön damit auftragen. Und das Füßchen ist dann auch kalt, es fühlt sich sehr gut an. Und dann, wenn alles eingezogen ist, mache ich nochmal meine Augenpflege drüber, nochmal extra für die jüngeren Mädels unter uns, die auch vielleicht noch keine Fältchen um die Augen haben. Reicht das hier absolut aus oder hier ist ja Hyaluron drin, es ist ein glättendes Augengel, aber genau, ich persönlich brauche immer noch ein bisschen mehr, weil um die Augen bin ich dann doch manchmal ein bisschen trocken. Und steht hier noch irgendwas Besonderes? Kühlendes Augengel zum sofortigen Auffüllen von Krähenfüßen und kleinen Fältchen im Augenbereich. Anwendung morgens und abends mit dem Applikator auf die Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Und denkt dran, Augenpflege nicht nur unter die Augen, sondern auch auf die Augenlider. Den Effekt wollt ihr mitnehmen, glaubt mir. Jetzt habe ich hier so ein kleines Verpackungsdingelchen. So ein Spatelverpackung. Ah, wow. Boah, geil. Boah, geil. Richtig schön. Oh Gott, ist das schön. Sonst waren da immer so Plastikspatel dabei, was ich auch gut fand. Damit man eben nicht mit den Fingern in die Tiegel muss. Und jetzt habt ihr hier diesen total... Boah, ist der sexy. Das finde ich ja cool. Das sind so kleine Sachen, die machen mich echt glücklich, ne? Die Creme oder Maske mit dem Spatel entnehmen und auf die Haut auftragen.
Unser Spatel ist nicht nur nachhaltig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Leg den Spatel für 20 Minuten in den Kühlschrank und massiere anschließend mit etwas Creme oder Serum die beliebte Hautpartie. Das ist richtig fest, also es ist kein Billokram. Ich nehme hier mal so eine Nagellackverpackung, hört mal. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das fühlt sich an wie Porzellan. Und wenn nicht, ist es ein sehr hochwertiges anderes Material. Das finde ich ja richtig cool. Sehr schön. Wie gesagt, Dalton wird immer nachhaltiger. Es müssen nur erst die alten Produkte oder die alten Produktverpackungen aus dem Sortiment, damit man dann umstellen kann, weil es ist auch nicht nachhaltig, bestehendes Material dann einfach zu entsorgen. Genau, also das finde ich richtig schön. Dein Nachhaltigkeitsgeschenk als Dankeschön für den Kauf unserer nachhaltigen Produkte schenken wir den neuen nachhaltigen Metallspatel. Sehr schön. Sehr schön, darüber freue ich mich gerade wirklich sehr. Ja, und dann haben wir hier die Hyaluron Urea Hydro Boost, das Starter Kit. Hier haben wir noch, wie gesagt, die alten Verpackungen müssen natürlich auch noch vom Markt. Habe ich mir eigentlich für das Video, das wir in dieser Kooperationsvideoreihe abgedreht haben, habe ich mir das eigentlich mitbestellt, habe dann aber entschieden, dass wir unsere 5 No-Brainer, also uns auf 5 Produkte beschränken wollten, habe ich mich dann entschieden, das nicht so zu präsentieren, aber ich möchte euch dieses Set trotzdem so ans Herz legen, denn auch auf diese Sets gibt es 20%. Die Sets sind eh schon günstiger, als wenn ihr es einzeln kauft. Ihr habt hier die wunderbare Hyaluron Urea Hydro Boost Anti-Aging Pflege, das Serum, beides in der Full Size. Dann ist meine absolut hochgeliebte Hydrolift Express Maske in diesem Set mit enthalten. Ich liebe die Sets, meine Freundin Claudi bestellt die auch total gerne. Dann habt ihr hier noch einen kleinen Beileger dabei, also eine Erklärung zu den einzelnen Produkten, die enthalten sind. Das finde ich auch sehr schön, damit man auch weiß, wie und in welcher Reihenfolge man das anwendet. Dann habt ihr hier ein Sachet von dem wunderbaren Enzympeeling. Ich liebe das. Ich liebe es. Es reizt die Haut nicht. Es trägt super die abgestorbenen Hautschüppchen ab. Die Haut, die strahlt hinterher und kann wieder richtig gut Produkt aufnehmen. Ich liebe das. Ich habe tatsächlich auch das Tiegelchen hier, denn die neue Verpackung ist nicht mehr in so Einzelsachets, sondern in so einem kleinen Glasfläschchen. Finde ich ganz, ganz toll. Dann ist noch enthalten ein Ampullenset. Aufbekomme, ohne es kaputt zu machen. Ihr habt hier dreimal die Hyaluron Urea Ampulle. Die finde ich auch so schön, ne? Die kühlt so. Also wenn ihr die auf die Haut auftragt, fühlt sich das sofort gekühlt an. Und ach, nochmal ein glättendes Augengel. Also es ist wirklich ein mega, mega Set. Wie gesagt, gegenüber Einzelkauf unschlagbar. Ich finde die Ampullen sowieso, oh mein Gott, es gibt für mich, also wenn ihr nicht genau wisst, ihr möchtet gerne mal Dalton ausprobieren, wisst aber nicht genau, was ihr machen sollt, bestellt euch ein Ampullenset und die Sheetmasken oder die Beauty-Effekt-Maske. Ihr könnt nichts damit falsch machen. Ganz großartig. Ja, wie gesagt, mit dem Code BeautyMelanie spart ihr noch bis zum, nur noch heute und das dann auch für die nächsten 2 Monate 20% auf alle nicht ohnehin schon reduzierten Artikel. Ich weiß, dass im Moment einige Masken, also diese Crememasken reduziert sind. Da gilt es jetzt nicht und auch nicht auf Gutscheine, aber grundsätzlich auf alles andere. Schnappt zu, besorgt euch euren Beauty-Nachschub. Denkt an die Rabattcodes. Wie gesagt, in der Infobox ist auch nochmal ein Link zu Beautymates drin, ein Link zu Typology drin und natürlich auch zu Dalton. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar in die Kommentare. Es würde mich sehr glücklich machen. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.